Moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute fahre ich mal wieder los auf Tour, aber ich verrate nicht, worum es geht und ich verrate auch nicht, wohin es geht, denn heute machen wir mal was ganz Besonderes hier auf dem YouTube-Kanal Banatica. Ich bin der Jens und das wird ein Überraschungsvlog. Viel Spaß! Endlich in Lüneburg angekommen, zeige ich euch auch meine Überraschung, denn ich werde heute nicht alleine unterwegs sein, sondern mit einem guten Bekannten. Und diesen guten Bekannten, den kennt ihr auch. Es ist nämlich kein geringerer als Tobi vom Kanal Zug 2013. Ich Servus. Begrüße dich. Hi. Na? Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja, wir werden jetzt ein bisschen hier in Lüneburg spotten und dann geht's auch weiter im Text. Viel Spaß! So, und eine zweite Überraschung ist diese nette Kiste, die da drüben steht, die 218477, soweit ich das erkennen kann, mit einem Netzinstandhaltungszug bestehend aus zwei Wagen. Da mache ich jetzt ein Foto und dann geht's auch weiter. So, wir haben jetzt hier in Lüneburg einige Aufnahmen gemacht, waren auch gerade an der Westseite. Tobi hat jetzt alles geschafft hier in Lüneburg, was den Metronom betrifft. Das werdet ihr dann später in seinem Video hier sehen. Ja, wir fahren jetzt von Lüneburg Westseite mit dem Metronom, wenn wir ihn noch kriegen, nach Radbruch an die Stelle, die ja auch bekannt hier im Norden ist, und versuchen da noch mal einige Aufnahmen zu machen. Also Servus, wir sehen uns bis gleich. Herzlich willkommen in Radbruch. Ja, wir haben jetzt ein bisschen überlegt, welche Stelle wir ausprobieren. Ich glaube, die ganz bekannte Fotostelle von Radbruch haben wir noch nicht entdeckt. Das ist die Brücke nochmal gefühlte 3 Stunden in der Richtung. Aber wir haben uns jetzt für die Brücke entschieden. Ja, taugt auch einigermaßen was. Und von daher machen wir jetzt hier mal ein paar Aufnahmen.
wir sind hier ja an unserer Strecke und das Wetter ist jetzt weniger berauschend. Was allerdings berauschend war, war, wie ihr gesehen habt, die STEG 187, die LZ hier durchkam und das 151 Doppel von Railpool. Das sind schon ganz nette Sachen und auch die, was ist das, eine TFG stand da drauf, die Albatros 152, genau richtig. So Freunde, wir haben jetzt mal eine Mega-Position hier, den Mega-Selfie. Ja. Und wir gehen jetzt hier durch den Wald, ne? Ich zeige euch das mal. So, gehen wir hier und gucken jetzt, ob wir noch mal eine andere Perspektive wählen. Und zwar, indem wir an die Strecke gehen. Wir gehen jetzt hier vom Wald auf das Feld mal rauf und schauen uns mal an, ob das hier so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, bis gleich. So habe ich mir das vorgestellt, eine Aufnahme, wo man in einem Clip zwei Züge drin hat, wo man richtig schön sieht, wie eine fliegende Überholung funktioniert. Sieht man einfach, ja, welchen Vorteil das hat, wenn man Strecken ausbaut, wie jetzt hier zwischen Hamburg und Lüneburg, wo man südwärts ja, um ein Gleis erweitert hat. Leider hat man es nordwärts verpasst. Da ist es, ja, dass der komplette Verkehr nur auf einem Gleis ist. Da hat man die entsprechenden Probleme, aber Richtung Süden hat man es schon mal gemacht, dass die Züge parallel fahren können und jetzt habe ich das hier auch mal im Video festhalten können. So, jetzt kann euch auch Tobi nochmal meine Aussage vom letzten Vlog bestätigen. Dass nicht nur die Bahn laut ist, sondern ja, vor allem die Straße. Ungefähr, ich würde mal sagen, 1,5 Kilometer in die Richtung. Ja, ist eine vielbefahrene Straße und die hört man bis hierher. Ja, also ich würde doch wirklich behaupten, die Straße ist auch ganz schön laut, nicht immer nur die Bahn. Ja, merkwürdig ist das ja, dass wir hier schon 2 Stunden stehen, oder was sagst du? Wie lange stehen wir hier? Hier direkt? Wow. Nein, ich meine jetzt insgesamt an der Strecke. Insgesamt, naja, 15:43, 1,75 Stunden, ja. Ja, fast 2 Stunden. Und es ist nicht ein ICE4 hier durchgekommen, also was da schon wieder los ist, ist auch Wahnsinn, ne? Ja, so, das war's jetzt auch mit unseren Aufnahmen. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Some people call me the Space Cowboy, yeah. Some call me the Gangster of Love, some people call me Morris. As I speak all the promises of love, baby. People talk about me, baby.